Unser nächstes Lied ist etwas bekannter oder vielleicht ganz neu für die einen oder anderen. Für Kim zum Beispiel ist das ein ganz neues Lied. Dieses Lied spielen wir auch schon über 30 Jahre wahrscheinlich. Und wir haben einfach mal gedacht, wir können nicht nur das Lied spielen, weil irgendwann wird es ja langweilig für uns. Dann machen wir einfach ein paar, machen wir ein Medley draus. Also wir haben jetzt dieses Lied. Da können wir erstmal anfangen zu schunkeln. Habt ihr schon erkannt? Sitzgymnastik. Whiskey in the jar. Ja, 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 ja. Das gibt's auch als Walzer. Wenn Kim sich erinnert. Oh, ich war falsch unterwegs. Ich war falsch unterwegs. Oh. Masha Rim. Erklären? Ganz einfach.
Anfang tun wir mit Marsha Ribnabadum und Randa. Ne? Also total egal, das ist irgend so eine schöne Klangfolge. Okay? Marsha Ribnabadumada. Whack for my daddy, oh. Whack for my daddy, oh. There's whiskey in the jar. Das war schon mal gut. Pass auf. Wir müssen den Text weiter erklären. Also Marsha Ribnabadumada. Könnt das, ne? Wer kann das? Hand hoch, bitte. Na, siehst du. Okay, dann fliegen wir gleich los. Also, Publikum, seid ihr bereit zum Singen? Ja. 2, 3, 4, Marsha Rip! Ärger kriegen oder so. Dann singt nur noch die Hälfte, ja? Ich würde sagen, zuerst singen die Frauen und dann die Männer, ja? Wegen den Aerosolen und so. Okay? Zuerst die Frauen. Seid ihr bereit, Frauen? Marsha Rip!